schnell passiert es, dass man angewiesen ist auf solche Gehhilfen, genannt auch Krücke. Was passiert, wenn man nun die Gehhilfen irgendwo hinstellen will und man will einfach mal einen Griff wohin machen oder sich irgendwo hinsetzen? Was passiert? Die Dinger, die fallen irgendwo immer um und das nervt total. Was kann man dann machen? Einfach mal an einen runden Tisch in eine Gehhilfe abstellen. Alles funktioniert nicht. Einfache Lösung. Man nimmt Klebeband und einen Neodym-Magneten. Zum Beispiel kann man die Magneten nehmen, indem man einfach den Stock hier hinhängt, kann einen Gegenstand nehmen mit einer Hand und hat den gleich wieder griffbereit. So, das Anlehnen der Krücken funktioniert auch einwandfrei und Krücke steht. Oder hier am Schrank, Krücke steht. So, die Gehhilfen kann man auch am Stuhl einfach hinstellen, ohne dass diese umfallen. Einfach anlehnen am Stuhl. So, wir kleben jetzt den Neodym-Magneten. Ich habe hier gewählt 1 cm Durchmesser und 5 mm stark mit Klebeband auf den Arm der Krücke, um das Verrutschen des Magnetens zu verhindern, nehmen wir hier eine Büroklammer und tun den Magneten schon in die richtige Position fixieren, nehmen das Klebeband und kleben den Magneten fest. Damit ist dieser fixiert und kann seine Aufgaben als Halter der Krücke gerecht werden.